So, da sind wir wieder. Ich bin jetzt mittlerweile dorthin gereist. Hier links ist ein Vorposten, den werde ich jetzt noch nicht einnehmen, sondern ich konzentriere mich auf die Story und um die Befreiung der Journalistin. Was soll ich noch sagen? Ja, es wird langsam ein bisschen neblig oder dunstig. Das schränkt natürlich die Sicht ein. Wir nähern uns der Stelle, an der die Journalistin zuletzt gesehen wurde. Spüren wir sie auf und finden heraus, was sie über die Vermissten weiß. Wir sollten damit rechnen, dass das Kartell sie aufsucht. Auf den ersten Anschein erstmal keiner da. Wir können weiter. Fliegt. Es ist anscheinend keiner hier. Könnte aber auch eine Falle sein. Ganz vorsichtig. Okay. Schön mit dem fetten Hinterteil Krach gemacht. Los nach da. Verstanden. Das sind Rebellen. Okay. Hola, camaradas. Was willst du, Gringo? Wir suchen eine Journalistin namens Lupe Vera. Wir auch, aber es ist zu spät. Das Kartell hat sie. Sie haben sie in ihr Lager gebracht. Plant ihr eine Rettungsaktion? Ja, aber das wäre Selbstmord. Der Außenposten ist schwer bewacht. Ich habe nicht genug Männer. Jetzt schon. Wir müssen zu Vera. Ganz egal wie. Dann los! Wir haben nicht viel Zeit. Hermanos, andele! Ist es der Vorposten, wo wir gerade vorbeigeasselt sind? Ja. So, dann würde ich mal sagen, erstmal Feindaufklärung. Da hinten hockt sie. Meinem Turm wird bestimmt ein Sniper sitzen, den ich im Moment noch nicht sehe. Jo. Ich sehe noch einen Tango. Also, Sniper im Turm. Wie kommen wir denn rein überhaupt? Gibt's einen? Ah ja, da gibt's einen Zugang. Ich sehe einen Hauptmann. Das geht eigentlich von dem. Ja, ich sehe den von hier aus schlecht. Kann man da vielleicht mit Wärmekamera was arbeiten? Oh, das ist aber auch Zufall, wenn ich da was treffe. Dann gehen wir erstmal nur das Risiko ein. So, die machen langsam das Licht an. Das ist natürlich jetzt ganz ungünstig, wenn ich hier antrabe. So, Sniper, AD. Das ist ganz schön hell beleuchtet, das ist so ein bisschen so Stadionatmosphäre hier. So, wenn du stehen bleibst, dann gehörst du mir. Scheibenklasse, läuft weiter. Für meinen Geschmack ein bisschen euch wenig Gegner für das Lager. Aber ich vertue mich da öfters mal. So, ich glaube, es wird mal Zeit für Nachtsicht, aber nicht. Da hocken ein paar drin. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hab noch einen. Macht fünf. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ziele markiert. Auf dein Zeichen. Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss.
Oh nein, kam einer ums Eck. Mist, ich hätte die vielleicht sein lassen sollen. Hätte vielleicht lieber erst mit dem Außenbereich. Säubern soll. So, jetzt sind wir natürlich hier. Ja, das ist ja nicht so wild. So viele werden es schon nicht mehr sein. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hey! Weg, 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 weg. Da sind noch ein paar. Feuer frei, Feuer! Ja, was feuert ihr? Könnt ihr mal ein bisschen... Dass die keine Zielansprache machen, das gefällt mir nicht in dem Spiel. Eine Granate, aber die ist noch 50 Meter weit entfernt. Oh, Munition sparen. Ja, das mit der Zielansprache, das ist echt nervig, weil das ist total... Super, Mörser. Na ja, ruf. Feind getroffen. Oh, da ist ein Tank. So, das zum Thema Munition. Hinten ist aber was. So, den einen Kollegen lassen wir schon mal fliegen. Ist ein schönes Souvenir. So, dann könnten wir jetzt mal rauskommen. Es wäre ganz schön, wenn ihr mal es mitfeuern würdet. Aro gibt's jetzt. Wir müssen jetzt erstmal den Gegner bekämpfen, bevor wir euch rauslassen. Da unten ist immer. Ja. Keine Tagus mehr da. Aber es ist noch gejagt, steht hier. So. Die Journalistin? Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach diesem Scheiß bei dem Job bleibe. Wer hat mich gerettet? Wir gehören zu Pakatari. Haben Sie Informationen über die vermissten Personen? Da ist ein Rebellenunterschlupf in der Nähe. Alles, was ich über Los Desaparecidos habe, ist dort. Dann holen wir es uns. Wow.
Wir müssen erstmal hier wegkommen, ey. Ja, und jetzt? Müssen wir die mitnehmen? Achso, die folgt uns automatisch, okay. Lass mal hier rauskommen, ey, aus dem Pumps. Es werden ja immer mehr. Ja, ist gut. Ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Lass mal aufmunitionieren. Wo ist denn der? So, wir brauchen ein Auto. Gutes Gott. Allgemeine Verkehrskontrolle. Fährt er mich über einen Haufen, der Nuss? Die Nuss. Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Fortwährenden Kampf um die Legalisierung und gegen das Stigma unserer uralten Tradition. Alter, was ist denn das für ein Auto? Nicht nur San Mateo ist betroffen. In ganz Bolivien werden Menschen verschleppt, nicht nur vom Kartell. Die Unidad mischt auch mit. Einige Offiziere foltern und töten Unschuldige. Und dann schicken sie die Beweise hierhin zur Entsorgung. Santa Blanca tötet ständig Menschen und hinterlässt überall Leichen. Es interessiert keinen, wenn ein Sicario vom anderen Kartell stirbt. Die töten einen Polizisten? Gehört zum Drogenkrieg. Aber die Verschwundenen, los Desaparecidos, also die ganzen Priester, die ganzen Journalisten, die etwas Schlechtes über das Kartell sagen, alle Studenten, Busfahrer, Waschfrauen, alle, die gegen sie auch nur aussagen könnten, das ist nicht nur der Drogenkrieg. Das ist eine Story. Oh, in der Tat. Muss es sein. Denn wenn die Bolivianer nur von einem Bruchteil der Morde erführen, die das Kartell und die Unidad begangen haben, käme es zum Aufstand. Die Rebellen erhielten großen Zulauf und, Mann, vielleicht würde man sogar Aufmerksamkeit erregen. Das Versteck ist gleich davor. Gut. Zeigen Sie uns die Info über die Vermissten aus San Mateo. Wir müssen das beenden. Ja, das ist leider auch traurige Wahrheit, wie in immer wieder... Leute verschwinden, weil das gibt's halt auch wirklich in, ja, in Südamerika oder in, auch in anderen totalitären Systemen. Achso, ich soll mit der Journalistin reden. Man kann davon ausgehen, dass Los Desaparecidos, also die Vermissten, ermordet wurden. Ich habe Notizen über den Truck, der für den Leichentransport benutzt wird. Es heißt, er hat einen Fahrplan, wie die verdammte Scheißmüllabfuhr. Mehr nicht? Was ist mit einer Route, einem Zeitplan? Keine Einzelheiten. Oje, amigo, bis hierhin war es echt schon schwer genug. Der letzte Halt des Trucks war da, wo das Kartell die Leichen entsorgt. Mehr weiß ich nicht. Ja, fotografieren Sie die Aufzeichnung. Es wäre ganz praktisch, wenn die nicht so rumschreien würden. Was ist mit meiner Story? Es gibt Dutzende Familien, Hunderte, die wissen wollen, was mit ihren Liebsten passiert ist. Sobald wir Antworten haben, können Sie sie verbreiten. Adios und gracias. Ich werde hier auf Pacatari warten. Ihr solltet den Truck finden. So, und wo ist der Truck? Wahrscheinlich am anderen Ende. Ist es das hier? Nee. Dürfte auf jeden Fall noch interessant werden, den Truck zu finden, aber das werde ich dann jetzt erstmal ohne euch machen. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut.